Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando le disse che la volevo amare, gli diede un bacio e poi l'amo sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglia più presto sposar. Marina, Marina, oh Marina, ti voglia più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Marina, Marina, Marina. Allo, ciao Rigi. Ciao. Ciao. Rigi. Marina. Marina, ja. Bist du im richtigen italienischer Casanova? Das war ja mal vor. Das war mal vor. Also, gemeine, war, ja. 200 Jahre? Nein, vor 100 Jahren. Und jetzt bist du fest in Casanova? Ja, ja. Ja? Ja. Darfst du das gar nicht mehr machen? Oder guckst du schon mal zum Beispiel der Sonja, unsere Aufnahmeleiterin, in der Ausschnitt? Ja, die schöne Frau muss man schauen. Ja, die schöne Frau muss man schauen. Wunderbar. Ja. Rigi, du hast es uns Marina gegeben, ein richtiges italienisches Liedchen, das man so richtig, wo man italienische Pasta, wo man das ganze Lebensgefühl spürt. Ja. So, und das unsere Zuschauer zu Hause auch gespürt haben, das werden wir sehen. Das können sie nämlich entscheiden. Ob sie sagen, Rigi ist ein toller Italiener, dann wählen sie die 01 am Ende, das heißt Flash, bravissimo. Sagen sie sich aber, der Rigi ist zwar nett und süß und lustig, aber das wollen wir nicht sehen, dann wählen sie 02 am Ende, das heißt nämlich Trash. Und denken sie daran an meine Quizfrage, die da laut ist. Das ist doch gar nicht. Manuel, wie heißt die Quizfrage? Genau. Das ist halt unser Running Gag. Das ist nur für die, ob die mich aufgepasst haben. So, wie heißt der neue Film von Brad Pitt und Julia Roberts? Ja, ich wollte eigentlich hier auf Test, ob die gleich wissen, wie meine Frage war, die ich vorgestellt habe. Ah, okay. Rigi, was würdest du machen, wenn du jetzt nochmal ein richtiger Star wirst, ja, und du lauter kreischende Mädchen vor der Szene hast? Wahrscheinlich werden die Elvis Presley machen. Elvis Presley, könntest du dann auch Elvis Presley singen? Kann ich schon, aber mit dem Text. Ja, bitte, hier liegen. Sie sagt ja, ja. Das ist der Kameramann. Kann also. Ich, kann ich. Ja, auch. Dann. Ich versuche den Text so schnell. Okay. I forgot to remember to forget him. I can't seem to get out of my mind. I thought I'm never missing. But I found out somehow, I think about almost all the time. The day she went to... Das war ja mal ein Schmarrter, ey. Ja, ein Lenker. Aber trotzdem finde ich, dass du konntest es schon so singen. Also ich meine, das ist jetzt nicht diese tolle und die anderen machen ja immer so. War ja mal auch eine nette Interpretation. Aber wenn Sie sich sagen, das war eine richtig gute Interpretation, dann wählen Sie nur eins am Ende, ja? Sagen Sie sich aber, das war eine sehr schlechte Interpretation, also unabhängig von meinem Tanzen, ja, das war natürlich klasse. Sagen Sie sich aber, das war schlecht, wie er gesungen hat, dann wählen Sie nur zwei am Ende, das heißt Trash. Und wenn Sie dann noch wissen, ja, wie war die Frage? Ich weiß nicht. Wie heißt der neue Film von Julia Roberts und Brad Pitt? Er läuft gerade im Kino. Ja, wenn Sie mir das sagen, sind Sie 500 Mal. Und vergessen Sie Richie dabei nicht, weil wir wollen ja wissen, ob er einen Flash oder Trash kriegt. Richie. Darf ich jemanden grüßen? Du darfst jemanden grüßen. Ja. Wie möchtest du denn grüßen? Also ich grüße meine Frau, meinen Sohn, die Freundin von meiner Frau, von meinem Sohn natürlich. Und die Arbeitskollegen von Baumuja Elektronik, ich bin aufgeregt. Also, ciao. Okay, dann grüße ich von Liebe, Mediamarkt, den Mix, den Anruf. So, jetzt haben wir das gemacht, das Gewalt. Ja. Wo kommst du denn aus Italien her? Ich komme aus Sizilien. Aus Sizilien? Komm, hilf mich weg. Mach ja. Nein, ich bin kein Mafiose. Nein, ich bin kein Mafiose. Nein, ich bin kein Mafiose. Nein, Rötzi, du bist viel zu nett. Ja. Oder bist du doch ein Mafiose? Nein, okay. Sonst wäre ich nicht hier. Okay, was machst du denn so beruflich? Beruf, ich bin Elektroniker, also Kraftfahrzeugelektriker, Elektroniker und... Und was machen die schwarzen Autos da draußen mit den...